Hallo meine Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin eure Claudi von Solart und ich freue mich, dass ihr heute wieder eingeschalten habt. Dieses Video oder dieses Werk wird heute inspiriert von der lieben Olga Sobi. Ihr kennt sie garantiert alle, sie macht großartige Werke. Solltet ihr sie allerdings nicht kennen, verlinke ich sie natürlich in der Infobox. Danke liebe Olga für diese tolle Idee. Starten wir rein! Zuallererst, meine Lieben, habe ich hier vor mir eine 50 x 70 cm große Leinwand liegen. Meine Leinwand ist ungrundiert, vollkommen nackig und auf dieser werden wir heute einen Baum zaubern. Dieses Werk heute möchte ich vom Winde verweht nennen. Ich hoffe, ich kann es so umsetzen. Ich werde mein Allerbestes geben. Ich habe heute schon jede Menge toller Farben vorbereitet. Wir arbeiten heute mit Dunkelviolett, mit Kaminrot, mit Orange, mit Sonnengelb, mit Hellgrün, mit Fallandgrün und mit Ombrabraun. Das werden die Farben sein, die vom Winde verweht sind. Aber Schritt für Schritt, jetzt widmen wir uns erst einmal unserer Basis. In meiner Vorstellung zaubern wir heute einen schönen Himmel. Ich habe mich heute für Himmelblau entschieden. Das werde ich nun erst einmal großflächig hier auf meine Leinwand auftragen. Ich möchte ihn nicht nur himmelblau halten, deswegen arbeite ich jetzt ein bisschen Titaniumweiß ein. So in etwa, ja. Durch das Titaniumweiß habe ich ein bisschen die Hoffnung, dass wir so einen wolkigen Look kreieren. Ich werde das jetzt Ganze einmal ausblasen und dann sehen wir uns direkt wieder. Super! Auf diese Weise erschafft ihr einen dimensionaleren Hintergrund. Ich finde Himmelblau und Titaniumweiß ist wundervoll zusammen. Bevor wir nun mal weitermachen, widmen wir uns ganz kurz unseren Luftbläschen. Wir gehen einmal mit dem Brenner drüber, bis diese vollständig verschwunden sind. So, wunderbar. Und nun, meine Lieben, könnt ihr gut erkennen, dass ich hier unten ein kleines Stück freigelassen habe. Das soll unseren Boden symbolisieren und den möchte ich mit dunkler Farbe halten. Ich nehme dafür Ombrabraun, trage hier einen großzügigen Streifen Farbe auf. Darüber möchte ich gerne Fallandgrün auftragen. Braun und Grün auch, eine super schöne Farbkombination. Und für ein paar helle Akzente sorgt unser Hellgrün. Genau. Und um das Ganze noch ein bisschen zu verdunkeln, nehme ich ein kleines bisschen Oxidschwarz für den unteren Rand. Meinen Hintergrund werde ich nun einfach mit meinem Finger verstreichen. Und ihr könnt sehen, sofort bildet sich ein super schönes Farbschema. Selbstverständlich kaschieren wir an dieser Stelle auch unsere Ränder. Die sollen natürlich auch unten nicht frei bleiben. Oben hat es der Föhn für uns erledigt. Hier unten müssen wir ein bisschen mit unseren Fingern arbeiten. Auch hier, meine Lieben, einmal kurz mit dem Brenner drüber, um die Luftbläschen zu entfernen. Ja. Okay, meine Lieben, in meiner Vorstellung ist es Herbst. Und der Wind bläst die Blätter von unseren Bäumen. Die Tage werden kühler, es wird frischer und unsere Natur beginnt zu blühen. Ich finde, der Herbst ist immer die Jahreszeit, in der wir die allerschönsten Farben sehen, wenn wir zur Tür rausgehen. Dementsprechend möchte ich meinen Baum auf der rechten Seite meiner Leinwand gestalten. Und in meiner Vorstellung kommt der Wind von dieser Seite und bläst unsere Blätter auf die linke. Okay,
Mal schauen, ob ich es so umsetzen kann. Ich gebe mein Bestes. Ich beginne mit der Baumkrone und ich starte mit der Farbe Fallandgrün. Die nächste Farbe, die ich einarbeiten möchte, ist unser Hellgrün. Gefolgt von Sonnengelb. Ein bisschen Orange. Kaminrot. Und dunkelviolett. Unser dunkelviolett trocknet sehr dunkel auf, deswegen spare ich ein bisschen damit und verwende das nur als Schattenfarbe. Okay, soweit, so gut. Wenn wir noch ein bisschen Farbe brauchen, können wir an dieser Stelle immer wieder Farbe nachtragen. Ich würde sagen, wir blasen unsere Baumkrone aus und dann sehen wir mehr. Ich schnappe mir dazu meinen Haartrockner. Ich beginne von der rechten zur linken Seite zu blasen, dass wir einen schönen Verlauf von unseren Farben schaffen. Mann, die Farben sind der Wahnsinn, oder? Oh, ich liebe diese Farbkombination. Schau dich mal, hier haben wir eine Zellreaktion in unseren Farben. Und vom Grün bis hin zu unserem Dunkelviolett, ich finde, das geht so gut zusammen. Okay, soweit, so gut. Ob wir noch ein bisschen Farbe brauchen oder nicht, entscheidet sich im nächsten Schritt. Und zwar, was fehlt noch für unseren Baum? Natürlich ein Stamm. Dazu verwende ich mein Omberbraun und werde nun von unten nach oben einen Stamm zaubern. Mit meinem Braun ziehe ich nun auch kleine Äste. So, noch sind es Punkte, später werden es Äste. Nun, meine Lieben, schnappe ich mir ein Palettenmesser und werde unseren Stamm ein bisschen ausweiten. Selbstverständlich könnt ihr das auch mit euren Fingern machen. Für den nächsten Schritt, meine Lieben, um noch mehr Dimension in unser Bild zu kriegen, brauchen wir jetzt noch unsere Finger.
Ich werde nun die braunen Tropfen, die ich aufgetragen habe, mit Fingerswipe verbinden, sodass es ein bisschen den Anschein von Ästen macht. Okay, meine Lieben, ich bin fertig mit der Detailarbeit. Ich finde die Farbkombination atemberaubend. Kommt mal ein Stück näher ran, dann kann ich euch all die Details zeigen. Wir beginnen mit unserem Hintergrund und Untergrund. Ich finde, es ist uns sehr gut gelungen. Das Himmelblau mit dem Titaniumweiß gibt uns wirklich einen Eindruck von Himmel und auch hier das Dunkelgrün mit Braun und Schwarz gemischt einen Eindruck von Wiese und Erdboden. Hier unseren Stamm, könnt ihr sehen, habe ich ganz einfach mit meinem Finger geformt. Und nun kommen wir zum Herzstück unserer Baumkrone. Und jetzt schaut mal, wie schön die Farben zusammengehen. Das Hell- und das Dunkelgrün ins Gelb, ins Orange bis hin zu unseren dunkleren Farben mit Kaminrot und Dunkelviolett. Ich liebe es. Ich liebe den Gesamteindruck, den dieses Bild mir vermittelt. Meine Lieben, an dieser Stelle darf ich euch bitten, wenn ihr künftig nichts mehr von mir verpassen wollt, kostenlos meinen Kanal zu abonnieren. Und hier blende ich euch nun noch einmal das getrocknete Ergebnis ein. Es ist ein Spektakel. Über einen Daumen nach oben würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn es dir gefallen hat. Und für heute, meine Lieben, genießt die Farben, lasst es euch gut gehen. Es war mir wie immer eine Freude, für und mit euch zu malen. Ich freue mich aufs nächste Mal. Macht's gut, ihr Lieben.